Wer trägt bei Arbeitsausfall eigentlich das Risiko? Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Folgender in der Praxis häufig vorkommender Fall. Der Arbeitgeber kommt zu Ihnen und sagt, liebe Arbeitnehmer, Sie können heute nach Hause gehen, ich habe keine Arbeit mehr für Sie. Sie können sich dafür Minusstunden aufschreiben und die bei Zeiten wieder reinarbeiten. Das ist ein häufiger Fall, den viele Arbeitnehmer schlucken, aber nicht schlucken müssten. Denn wenn der Arbeitgeber keine Arbeit mehr für Sie hat und Sie Ihre Arbeitsleistung dennoch anbieten, dann kommt der Arbeitgeber in Annahmeverzug. Das heißt, Sie bieten Ihre Arbeitskraft an, er nimmt sie aber nicht an und muss sie aber dennoch weiter bezahlen für die Zeit. Wenn er dann aber dennoch drauf besteht, können Sie ruhigen Gewissens nach Hause gehen und müssen sich jedenfalls keine Minusstunden aufschreiben und haben vollen Lohnanspruch. Ja, mein Name ist Fabian Baumgartner, ich bin Rechtsanwalt in München und wenn Sie Lust haben, dass wir uns wiedersehen, abonnieren Sie doch den YouTube-Kanal hier, hinterlassen uns aber in jedem Fall einen Kommentar. Danke sehr.